Ich heiße Alex Linz, bin Medienfachberaterin für den Bezirk Oberpfalz und jetzt seit 12 Jahren eigentlich Medienpädagogin, Diplom-Sozialpädagogin und arbeite in dem Bezirk Oberpfalz als Medienpädagogin, wie erwähnt, und führe Projekte mit Kindern und Jugendlichen durch in diesem Bereich. Mein Lieblingsprojekt ist die Oberpfälzer Kiefinale, Oberpfälzer Kinderfilmfestival. Das ist ein Festival für 5- bis 11-jährige Kinder, die ihre selbst gedrehten Filme einreichen. Und da führen wir im Vorfeld sehr viele Projekte durch, auch im Vorschulbereich. Und genau dieser Vorschulbereich, den finde ich dort sehr spannend. Ich finde es faszinierend, wie schnell Vorschulkinder eine Filmidee entwickeln. Also es dauert manchmal 5 Minuten und es ist eine perfekte Idee entstanden. Und der Charme und die Begeisterung, mit der kleine Kinder Filme machen, ist unschlagbar. Also da können die Älteren einpacken dagegen. Ja, definitiv die mobile Medien oder die mobile Internetnutzung, Smartphones, Apps und Co., wie wir jetzt auch hier die Fachtagung genannt haben, wird ein Riesenthema sein. Probleme wie Datenschutz, Privatsphäre werden uns weiterhin verfolgen und ich glaube, das wird ein schwieriger Spagat zwischen selbstbestimmter Nutzung und Spaß und dann doch wieder diese Gefahren, die man irgendwie nicht ganz so wegreden kann. Also die sind irgendwo da und lauern, aber ich glaube, dass Jugendliche da eigentlich relativ kompetent damit umgehen. Also ich sehe das eigentlich relativ optimistisch, dass die eine gesunde Portion haben, mit neuen Entwicklungen umzugehen. Pessimistischer sehe ich die Entwicklungen bei Pädagogen und Erwachsenen. Da habe ich das Gefühl, dass die immer stärker, immer größere Ängste haben bezüglich neuer Medienentwicklungen. Und das ist eher so ein Punkt, wo ich mich frage, wie gehen wir jetzt damit um als Medienpädagogen? Auch. Ja. Ja, ich glaube, es ist wichtig, dass man Diskussionen anstößt mit Jugendlichen. Also ich stehe total drauf, wenn Jugendlichen auch Erwachsenen mal erklären, wie der Hase läuft. Aber ein Patentrezept habe ich momentan noch keins. Nee. Also es ist bei Sozialpädagogen noch oder bei Jugendarbeitern irgendwie nur relativ gut. Aber gerade bei Lehrern ist die Abwehr gegenüber neuen Medien oder neuen Medienentwicklungen echt ganz schön immens. Und das macht mir ein bisschen Angst.